Geburtstagsparty inklusive Punktegeschenk katerlos überstanden. Sebastian, Rudi und Gäste mit dem Augenmerk schon bei der nächsten anderen Hochzeit, auf der getanzt werden will. Pokal ist angesagt, Achtelfinale beim VfR Aalen. Für Aalen ist es natürlich Heimspiel und Spiel des Jahres für die Mannschaft. Von daher müssen wir da unglaublich konzentriert und professionell auftreten. Es ist halt, wie es immer so ist im Pokal, alles oder nichts Spiel. Und für uns ist klar, wir haben ein ganz klares Ziel, wir wollen die nächste Runde erreichen. Nächste Runde, Viertelfinale um jeden Preis. Gegen den aktuell Vorletzten der zweiten Liga, aber Achtung, in Runde 2 des Pokals siegte Aalen schon einmal gegen einen Erstligisten, 2:0 gegen Hannover 96. Es ist halt immer alles möglich im Pokal, das ist so. Und ich glaube nicht, dass wir so der Lieblingsgegner für die Hoffenheimer sind. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie lieber woanders hingefahren werden oder lieber in Hoffenheim geblieben werden. Ich habe sie gesehen hier noch in MSV Frankfurt in der Pokalrunde zuvor und ich habe dann schon gesehen, dass da was gehen kann. Muss zwar vieles funktionieren und es muss klappen, auch ein bisschen Glück haben, aber nichts ist unmöglich im Pokal. Bemüht die allseits bekannten Pokalweisheiten der TSG-Gegner selbstbewusst. Ich glaube, wenn wir gewisse Dinge gut machen, wenn wir unsere Konter so fahren, wie zum Beispiel halt auch gegen Hannover oder auch teilweise gegen Ingolstadt, also unser Umschaltspiel da dahin bekommen, dass der Gegner halt überlegen muss, wo er verteidigen muss. Also wenn man das auch flexibel dann macht, mal vertikal, mal in der Breite, dann glaube ich, dann kriegen sie auch Schwierigkeiten. Zumindest was die Platzverhältnisse angehen wird, ist das nicht unrealistisch. Alles Weitere wird von den 22 auf dem Platz entschieden, aber... Es ist für uns erstmal wichtiger, dass wir unsere Mannschaft im Gegensatz zum Spiel in der ersten Liga oftmals auch nochmal intensiver den Gegner vorstellen, was auch die Einzelspieler angeht. Ja, weil man natürlich immer in seiner Liga mehr drin ist wie in der zweiten Liga und da halt die Mannschaft auch nochmal vielleicht in einzelnen Gruppen oder in Einzelgesprächen einfach auch nochmal zeigt, welche Spieler welche Fähigkeiten dann haben, damit man sich noch ein besseres und ausgeprägtes Bild machen wollen. Wir werden da 1000% professionell uns auf dieses Spiel vorbereiten. 1000% sollten in Aalen doch reichen und somit fürs DFB-Pokal-Viertelfinale.